Und werde jetzt einfach nochmal so eine Erkundungsmission machen. Ich bin noch nicht so weit mit Let's Plays, weil ich bisher auch nicht ordentliches Material zum Aufnehmen hatte. Und das ist jetzt ja eigentlich, wie ihr es ja seht, nur über PlayStation 4. Ja, was kann man zu dem Spiel sagen? Viele, die Dynasty Warriors Reihe kennen, oder auch den Anime Shingeki no Kyojin oder Attack on Titan, für die wird das Spiel wahrscheinlich schon was sein, aber so jetzt für den klassischen Shooter-Spieler oder Hack'n'Slay gewöhnungsbedürftig. Ich meinerseits finde es sehr cool, ist auf jeden Fall gut umgesetzt. Bin mal gespannt, was da noch folgen wird. Ja, wie ihr seht, habe ich hier auch schon ein bisschen was gemacht. Deswegen mache ich jetzt auch noch mal so eine Mission. Es wird nicht so jetzt ein richtiges Let's Play oder so eine Folge. Einfach noch mal so ein kleines Video über das Spiel. Ich denke mal, ich werde das Spiel aber noch mal Let's Playen. Leider dann nicht mehr so, wie sagt man es, offscreen. Ihr wisst, was ich meine. Also, dass man es halt schon mal gespielt hat. Ja, na, dann fangen wir einfach mal an. Ich spiele jetzt aktuell mit Levi. Ach so, eigentlich von den Leuten mein Lieblingscharakter. Auch wenn es leider viele Bilder mit Levi und Eren gibt, die sehr verstörend wirken, die ich da nicht unbedingt sehen möchte. Ich hasse es, vom Pferd zu starten. Wundert euch nicht, ich werde nicht so viel reden, ich werde maximal wahrscheinlich so viel reden, wie ich eigentlich sonst auch rede. Ja, das haben wir. Oh, nur nicht. Da ist ja noch einer. Ja. Das ist der Vorführeffekt, natürlich, wenn man das selber macht, bin ich da nicht ganz so hübsch wie sonst. Das heißt gut. Man kann ja auch ja nur gar nicht so gut sein. Ich muss sie jetzt bestimmt immer beschützen. Mein Pferd rennt mal immer hinterher. Ui, da lebt ja noch einer. Kann mir überhaupt jemand hier zugucken wird oder überhaupt dieses Video sieht. Sagt mir mal, ob ihr das Spiel überhaupt spielt. Auf Anfrage könnt ihr auch gerne meinen PSN-Namen bekommen. Die nehmen wir auch angekommen, wie GTA zum Beispiel, können wir mal zusammen Session machen. Ich habe übrigens kein Interesse hier mit so groß rauszukommen, dass es meine Karriere hier wird, was weiß ich, irgendwie richtig erfolgreichen Let's Player. Sowas möchte ich hiermit gar nicht rein. Ich mache das einfach nur so zum Spaß. Meine beste Freundin, die ihr übrigens auch angucken könnt, Pachi Niki einfach mal eingeben, sehr gute Let's Playerin. Die hat mich eigentlich so auf die Idee gebracht. Ich war bei ihr zu Besuch. Wir wollten eigentlich immer mal wieder so ein Let's Play machen. Ja, am Ende haben wir halt von Doom 3 einen guten alten Klassiker Let's Play gemacht. Wollten eigentlich von, weiß ich gar nicht, ja, wie hieß es denn? Ein Horrorspiel wollten wir auf jeden Fall. Das ist ja gerade nicht mal bezahlt. Aber ja, dann ist das dann so gelaufen, dass die Aufnahme nicht gestartet hat. Dann war halt nur unser Ton von unseren Stimmen dabei und das war's aber auch. Da ich auch solche Videos hier trotzdem eigentlich nicht mehr so unkommentiert lässt.
Und dann nur ein Let's Play zeigt. Das ist eigentlich kein Let's Play, sondern eigentlich nur Gameplay. Ja, deine Finger sind ab. Jetzt ist dein Genick auch ab. Was du so schlecht warst. Oh oh, Anti. Hätte hier bleiben sollen. Das heißt, so schnell sein. So, haben wir. Ich müsste mich hier haben, so eine Erfolgsreise. Wer das Spiel noch nicht kennt, wenn wir Tipps haben wollt, dann diese Missionen und so, die sind ja einfach nur so zum Spaß da. Wenn ihr wirklich alles auf S haben wollt, solltet ihr die auch immer mitmachen. Dann möglichst die ganze Karte, alle Titanen töten und das aber auch noch recht schnell. Also halt wirklich wie bei Dynasty Warriors. Ich finde ja, Koei macht das hier richtig cool, dass die wirklich von so gut wie jedem Spiel irgendwie so eine Affenschlachterei rausgehen, sag ich jetzt einfach mal. Haben sie ja auch schon mit, oh, ich habe Zuschauer. Oh, oh. Hallo. Haben sie ja auch schon mit One Piece gemacht. Ja, coole Sache. Und schon ist das Herz Zuschauer wieder weg. Danke fürs trotzdem reingucken. Wer auch immer du warst. Ja, auf dem Kanal, auf dem ich hier dann landen werde, das sind noch ein paar von meinen alten, schlechten Let's Plays. Eieiei. Ich muss mal gucken, ob ich das demnächst auch auf Xbox One kriege, so wie jetzt bei der PlayStation wieder übertragen. Weil es kommt jetzt demnächst auch Forza Horizon 3 raus. Das habe ich auch schon vorbestellt. Oh, ich habe ja kein Gas mehr. Mal Gas tanken. Ich werde aber, wie gesagt, halt auch nicht so viel Space rausbringen können. Weil ich beruflich auch sehr viel beschäftigt bin. Was ja auch nicht drunter leiden sollte, das normale Leben. Eigentlich Quatsch, ich meine Let's Plays immer nur irgendwelche Gülle, irgendwelchen Schutz, was kein Schwein interessiert. Da muss ich mal auch bei meiner besten Freundin drauf achten, da hatte ich ziemlich viel, ja, nicht beleidigt oder so, aber halt Müll gequatscht, was glaube ich eigentlich nicht so veröffentlicht werden darf, denn wo YouTube eigentlich hätte wahrscheinlich nicht auch sperren können. Also 30 getötet, ey. Den Leuten, die das Video sehen, wenn ihr jetzt nicht so das Spiel sagen wollt, sagt mir doch mal euer Lieblingsspiel. So spiele ich das auch. Ich werde demnächst auch wieder richtig aktiv Destiny spielen. Weil da wird ein Kumpel von mir das Spiel auch anfangen und ja, Destiny offline alleine bringt ja nicht wirklich was. Und ich bin halt auch schon ein bisschen weiter, aber habe wirklich auch alles alleine gemacht. Und das war jetzt dann auch sehr, sehr langweilig. Wenn er das jetzt auch anfängt, dann werde ich davon wahrscheinlich auch eine Übertragung mal machen. Ich werde die Folgen versuchen immer so 23 Minuten zu machen. Das war schlecht. Manchmal wäre ich dann so ein bisschen kürzer. Aber eigentlich so 10 Minuten Folgen sind auch blöd. Da sind wir ja nicht zu gucken. Aber so mega lange wie jetzt von einer Übertragung von GTA, die wo eine Stunde ging, das ist ja schon eher wirklich nur ein Stream. Das kann ja kein normaler Mensch angucken, wenn er nicht viel Zeit hat. Warum guckst du ihn nur an und greifst ihn nicht an? Ist doch nicht süß. Und Hunger hat anscheinend auch. Hallo. Yeah, Baby.
Und zack, das war's. Weg ist er. Bin immer lustig, wie die sterben. Schlacht gewonnen. Mal gucken, ob ich alles auf S habe. Müsste eigentlich. Weil 10 Minuten hatte ich halt. Ich glaube, das ist so auch wie bei One Piece so nett war, dass man wirklich nur so 12 Minuten maximal machen darf. Levi guckt immer, als würde er jeden Moment einschlafen. Ah, ah. Ach, ich habe so nur 7 Minuten gebraucht, habe ich am Anfang so viel gequatscht. Alte Materialien, bin mal gespannt. Oh, Diamantstahl. Den brauche ich für irgendwas, was ich herstellen wollte. Ladebildschirme sind immer so schön. So, was war das denn? Irgendwas konnte ich mit Diamant herstellen. War das vielleicht eine Verstärkung eher? Hier war das Klingen. Ah, hier war das genau. Modell 2. Oh, 6000. Oh. Also brauche ich jetzt fürs nächste. Ach du Heiliger. Diamantenstahl. Stahl habe ich noch. Ich brauche noch zweimal Diamantenstahl. Hochwertiges Holz. Coole Sache auf jeden Fall. Müsste ja jetzt eigentlich mit der Gruppe dahin fast fertig sein. Also wird das Neues dazu kommen. Oh, wow, wow, Level 4 sogar schon. Ich denke mal, das werde ich jetzt in der Folge hier noch machen. Wenn ich es nicht verkacke. Aber ich meine, man lernt ja nur draus, wenn man was verkackt. Das ist ja wie im echten Leben. Man scheitert irgendwo dran und versucht es nochmal und macht es dann besser. Ich lese mir das irgendwie nie großartig durch. Mich hört aber trotzdem endlich langsam an zu sehen, wer ist wirklich der Kolossale und der gepanzerte Riese. Meine, okay, die Vermutung, die kennt ja nur wirklich jeder, der diesen Anime geguckt hat. Mann, warum ist schon wieder das Handy, ey? Aber dann kann ich dann drei, eine Minute zurückziehen. Muss doch da dran sowieso schwer sein. Oh, Hammer. Ich fliege und ich fliege vor die Wand. Und alle anderen reiten und ich fliege vor die Wand. Zack, einmal. Und nochmal Rutschwo. Ey Leute, warum muss ich eigentlich immer retten? Ja, vielen Dank. Kosten bitte auf mein Konto. Oh, was willst du schon wieder von mir? Also eigentlich mal ohne Scheiß, die Mission ist jetzt nicht so schwer wie ich dachte. Vor allem Levi, da ist er mal über Bronner.
Ich denke, ich bin voll cool. Im Fliegen deinen Arm abgetrennt. Welche Toten, ey. War ja von mir deinen Arm abgetrennt. Gut, die Mission ist auch erfolgreich. Tot. Manchmal habe ich das so, das Gefühl, man erkennt gar nicht so richtig, man muss so schnell zack, zack, zack machen. Das große Ausrufezeichen, das große, ich bin blöd, kein großes. Das rote, das bedeutet übrigens sozusagen, das ist das Ende hier von der Mission. Also solltet ihr, wenn ihr wirklich alles auf S haben wollt, nicht zu früh dort hingehen, weil ansonsten schafft das nämlich nicht. Ah ja, Micha denkt ja, er ist nicht der Pro. Jetzt habe ich noch meinen wahren Namen gesagt. Den richtigen Spielernamen habe ich gar nicht. Da haben wir eine ganze Weile Darkwise, Draco, also Darkwise war es bisher eigentlich immer. Wir haben übrigens auch in vielen verschiedenen Spielen, Wilden, Rippen, also wie man alles nennt, Legion. Jetzt aktuell nenne ich es einfach mal Crew, das passt am besten, so ähnlich wie Clan ist bisher dann am Ende. Wer gern Agent of Shield guckt, dem wird es gefallen. Hydra und so. Und wir haben uns deswegen auch DKS Hydra genannt. DKS steht für Darksiders, aber sprecht das mal aus, Darksiders Hydra, das klingt irgendwie total bescheuert. Na, passt eigentlich von der Zeit, wenn ich jetzt die Mission hier noch beende, dann sind wir eigentlich Zeitlimit. Wenn Levi nicht wieder so blöd rumkribbeln würde. Hallo, Lippo. Ey, da ist ein Toter ohne Kopf. Oh, ich glaube, der lebt noch. Diesen Spruch kennt doch auch jeder. Von dem ganzen Gequassel hier kriege ich Dorf. Aber ich kann nicht zwingern sein, ne? Manche werden meinen Humor vielleicht nicht mögen. Der sah komisch aus, der war klein, aber ich glaube, er ist großartig. Der hat immer so richtig komische Gesichter. War auch lustig. Kleinen Körper, riesen Gesicht. Naja, ich weiß. Das war übrigens nur dieselbe Sequenz wie vorhin, aber da will ich noch nicht hin. Weil sonst kriege ich mich bei Titan, als bei Getöteten, kein Ex. Vielleicht mir erstmal ein bisschen Gas reinjagen. Oh, jetzt bin ich gerade zu blöd hochgekommen. Aber ich müsste auch eigentlich der Letzte gewesen sein von den anderen jetzt. Ja. Ich sehe nicht mehr, jupp. Ein absolut großen Abnorm. Ah, beim Abnorm ist nur eine diese extra und das ist so schwer. Aber trotzdem ist er dort. Ah, den wird wieder zerstückeln, alle Einzelteile. Und tot ist er. Und er tut wieder rumbacken auf dem Boden und verwandelt sich dann zu Dampf. Das ist nicht das Ende. Eigentlich kein Beginn das. Das sagst du jedes Mal.
mein Gemüt, ah, ich bin tot. Ist klar. Ist cool. Alles auf S, juhu, mal gucken, was ich wieder für Zeug kriege. Titan Kristallstück 100%. Juhu, ich weiß zwar gar nicht, warum ich das Wort mache, aber ich möchte das Spiel eigentlich so gut wie möglich auf 100% machen. Berthold, der soll ja, wenn der der Kolossale sein. Und schaut mal, wo der Kolossale und der Gepanzerte aufgetaucht sind, waren die beiden komischerweise zum komischen Zeitpunkt nicht da. Kaum waren sie weg, waren sie wieder aufgetaucht. Hm, ist ja wie so die Sache mit Annie. So, ich zeige euch natürlich jetzt nicht, ob ich mir noch was Neues machen kann. Das ist, denke ich mal, ein bisschen langweilig. Ich beende jetzt hier die Episode und vielleicht werde ich Teil 2 auch die Tage mal aufnehmen. Aber wie gesagt, das wird kein richtiges Let's Play. Also ihr werdet dann irgendwo wieder mit einsteigen. Das bedeutet, sagen wir mal, ich spiele jetzt natürlich noch weiter. Ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit aufnehmen. Dann sagen wir mal, werdet ihr beim nächsten Gebiet dann vielleicht erst bei der Hälfte mit einsteigen oder vielleicht auch gar nicht mehr sehen. Ja, mal schauen, vielleicht nehme ich auch noch eine Folge demnächst auf. Egal, reingehauen. Bis ich eigentlich weg bin, dauert's noch. So, jetzt. Haut da rein.